Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin's, euer Slyfox und hier sind wir wieder. Horizon Zero Dawn. In der Nähe, im nächsten Lagerfeuer, wir kümmern uns jetzt dahin. Da ist der Plan, Metallblume irgendwo da oben. Wie ich da hinkomme, keine fucking Idee. Ein Wildschwein. Hallo, Wildschwein. Mit Schwung ins Gesicht, so mag ich das. So. 200 Meter ist jetzt not so far away, ne? Schöne Musik übrigens gerade. Bye bye, Wildschwein. Lecker Wildschweinkeule. Generell, oh, Wildschwein ist lecker. Wertvolle Ressource entsteckt. Muss sowieso runter. Kann ich den auch gleich weglooten, wenn er hier schon liegt. Du kannst mir nicht davonlaufen, mein kleines Lieblingsschweinchen. Oh, warte mal, Loot. Hasi ist auch noch dabei. Guck mal, zwei Wildschweinis. Darf ich vorstellen, den Jägersimulator? Blau ist das. Nice. Wird meinen Magen etwas beruhigen. Wildschweinhaut, die brauche ich sowieso. Jetzt halt doch mal still, Mage. Oh, ich habe die Blume gefunden. Danke, Wildschwein. Drücke um Notizmodul. Okay, unbekannte Machart. Orchideen. Ich schwöre immer noch, dass der Planet unbewohnbar war und dass die Menschen Satelliten mit Saatkeimen und so weiter auf diesen Planeten gestreut haben. Und dass die Tiere... Mal alles eine persönliche Vermutung. Ich habe das Spiel nie gespielt. Ich habe keine Ahnung, dass die mechanischen Tiere von den Menschen erschaffen wurden, um den Planeten zu reinigen oder irgendwie so etwas in der Art, ne? Ja. Das hätte ich auch sagen können. Das ist richtig. So, was ist das hier? Ah, ist das die... Ist der Bereich, den ich doch schon mal gesäubert habe. Wildschweintag, wa? Hört ihr diese Stimmen? Okay, wo bin ich? Nicht mal ansatzweise in der Nähe. Ja, okay. Wir haben ein paar Meter zu gehen. Da oben auf dem Berg geht's aber ab. Okay. Okay. Boah. Langweilig soll mir ja nicht werden. Ich weiß nicht mal, ob das gedacht ist, dass ich hier oben lang kann. Füchse, Füchse, Füchse. Ja, lassen wir gerade leben. Die sind immer schneller. Da habe ich gar keinen Bock hinterher zu laufen. Okay, hier ist auf jeden Fall irgendwas Fancyes. Das ist sein erstes Mal, also quasi jungfräulich. Korrekt, das ist es. Was ist denn das hier? Nice. Das hat sich gelohnt. Also irgend... Oh. Das war das Rare-Loot-Wildschwein. Okay, ich bin hier oben drauf, wo ich vielleicht noch nicht hin sollte. Ich weiß es nicht. Ich meine, hier gibt es anscheinend irgendeinen Weg. Wofür der gut ist, weiß ich noch nicht, aber das finden wir jetzt raus. Es fühlt sich zumindest richtig an, hier gerade lang zu gehen.
Ihr habt schon wieder lustige Diskussionen, Chat. Ah, ist links richtig? Wahrscheinlich. Okay, und jetzt muss ich hier links lang? Ist das irgendwie der Pass of Pain? Naja, wahrscheinlich nicht. Den gibt es nur bei Hollow Knight. Übrigens, großartiges Spiel. Wer es nicht kennt, ich habe da tatsächlich eine kleine Playlist auf YouTube von. Pass of Pain. Ja. I got no fucking idea. Was bist du? Eine Skulptur. Ein hölzernes Artefakt, das neben einem mit Glyphen beschrifteten Objekt Pergament als Opfergabe unter einem Stammeszeichen hinterlassen wurde. Sets solcher Artefakte können Merian gegen wertvolle Belohnungen getauscht werden. Von den Manuk. Manuk? Gesundheit. Okay, habe ich hier unten noch irgendwie ein fancy Shit davon? Ne, wahrscheinlich nicht. Das hier Tutorial-Gebiet. Okay, nice. Dann ist die nächste Quest. Schon wieder jagen? Wollen wir wieder jagen? Brutstätte Sigma. Aber woran erkenne ich, dass ich die Dinger gehabt habe? Das Banditenlager. Ich habe die Händler immer gehabt. Panorama. Wo ich mir das Panorama? Ja, yeah, let's try to. Okay, ich will nur wissen, wo das Ganze hinführt. Na dann mal runter. Ist auf jeden Fall der schnelle Weg. Und irgendwo da unten ist ein Panoramabild, den nehmen wir natürlich mit. Also das ist ja wirklich unmittelbar nah. Okay, kein großartiges Tier. Wir sollten auf jeden Fall zwischendurch wieder ein paar Fische mitnehmen. Haben wir ja vorhin gesehen. Ich höre Gubbels. Wo soll denn hier ein Panoramablick sein? Da oben drauf? Das ist Banditenlager? Sieht aus wie ein Banditenlager. Nora-Gefangene. John. So, vielleicht hier oben? Also es ist halt irgendwo hier drinne. Und Stand jetzt würde ich behaupten, ist es... Ah, da oben. Sehr schön. Oha. Ach, das war da mal... Ah, okay. Dann war das hier, der Tower war mal eine Kirche. Ihr seht das hier so, dass... Ja, seht ihr es doch hier da jetzt? Ah. Ne, andere Richtung. Da, dass da mal der Kirchturm war. Also das kaputte Gebäude. Aha. Nice. In den Bäumen könnte sich alles Mögliche verstecken. Ah, das wurde als erkundet. Sehr schön. Genau hinhören, Aloy. Aber das war doch definitiv das Ding, was wir befreit haben, oder? Ja, das ist doch das Feuerding. Das muss das gewesen sein. 10 von 10, sage ich euch, ist es das. Gratiskiste ist weg, ja. Daran weiß ich das. Es gibt nichts mehr gratis. So, die nächste Quest. Hier ist eine verdorbene Zone. Die könnte ich zuerst machen und dann hätte ich hier... Wie viele Jagdgebiete es gibt. Was bist du? Die habe ich noch nie gesehen. Die sind neu für mich. Ich glaube, ich gehe in die verdorbene Zone. Wir machen mal ein bisschen Action, oder? Ich glaube, ein bisschen Action ist ganz nice. Okay, wir gehen dahin. Fische?
Oh, warte mal. Oh, nice. Wenn es blau ist, ist immer gut. So, aber meine Frage, wieso nutze ich denn keinen Dreifachschuss bei den Fischen jetzt hier? Das verstehe ich nicht. Ich habe noch Dreifachschuss. Muss der irgendwie angewählt werden oder so? Wisst ihr, was ich meine? So, es heißt Dreifachschuss oder kommen hier drei Pfeile raus? Ich sehe nur einen. Kurze Frage. Wieso ist das Ding dreifach? Ich bin sicher, dass ich dreifach Schuss. Muss ich die Fähigkeit irgendwie aktivieren? Drücke beim Zielen RB, um alle Bogenwaffen bis zu dreifach gleichzeitig anzulenken. Ah, okay. Ah! Ah, okay. Cool, so tue ich nicht jedes Mal verschießen. Okay, ja, das ergibt Sinn. I like. So, wir wollen in die Richtung. Hier ist halt auch ein interessantes Gebiet. Gerade da oben ist bestimmt irgendwas, aber ja. Oh, hier. Alte Trümmersachen, immer her damit. Die Weihan Nora. Begib dich zum Roten Echo. Treff dich mit Karl und Baron. Das sind die offenen Quests. Habe ich noch eine Nebenquest? Ich gehe jetzt die Quest nach Nähe ab. Ne? Also, ihr seht das ja. Okay, hier waren die. 3 Minuten und dann ist das nächste Jagdgebiet. Schieße mit Feuersteinen auf Läuferbehälter. Betäube Brücken. Naja, okay, die machen wir jetzt erstmal nicht. Wir krallen uns ja jetzt logischerweise erstmal, wollen wir in die Richtung da. Könnten uns auch porten, aber ich glaube tatsächlich, wir laufen jetzt mal. Auch einfach, um das neue Gebiet ein bisschen besser mit ausfindig zu machen. Zu schauen, was hier zwischendurch so... Rumläuft. Fische müssen wir auf jeden Fall sowieso mitnehmen. Daher ist das ganz gut, wenn ich zwischendurch mal schaue, ob ich irgendwo einen Fisch habe. So. Das sind Graser. Die haben wir vorhin ja unter Umständen schon ein paar Mal mitgenommen. Daher nicht so schlimm. Die Jäger brauche ich jetzt gerade nicht. Das Hasi. Komm, Hasi. Sieht gut aus. Überbrücke ich mir ein Pferdchen? Genau, komm zu mir. Ja, komm zu mir. Los, komm. Ah, gutes Pferdchen. Und mal. Guck, alles in Ordnung. So, wir haben fertig. Ist das die richtige Strecke? Durchs Händlerdorf da oben lang? Ach, fuck it! Auch durchs Dorf gehen wir mit dem Pferd. Lässt er mich wahrscheinlich nicht, ne? Kann ich hier links lang? Alles klar, ich kann noch links lang. Vielleicht sogar der ganzen Welt. Rache der Nora. Triff dich mit Wal und Dings. Wo ist denn das auf der Karte? Das ist halt kilometerweit weg. Warum sollte ich das tun, wenn ich da erst hin kann? What the... Sägezahn. Hm, habe ich Bock drauf. Und was sind die Dinger da hinten?
Pflanzenohren. Mhm. Schwäche Feuerpfeile. Na dann. Ja, ja, gute Idee, Sly. Hau doch mal aus dem Nichts ein paar drauf. Ich muss herausfinden, wie ich mehrmals überwinden kann. Böse Miets. Okay. Nice. Böse Miets. Von denen habe ich vielleicht unter Umständen noch ein bisschen Respekt. So, wo sind denn die Tiere, die ich jetzt wahrscheinlich verscheucht habe? Wer seid ihr? Welche sind die Hörner und die Behälter? Aha. Also Feuer komme ich schon mal nicht weit mit. Das war keine Warnung. Den Behälter haben. Hat er mich echt noch erwischt? Okay, Baby. Ich hab auch welche ins Gesicht. So, cool. Haben wir. Beschützermaschinen? Nein, keine Beschützermaschinen. Okay, nice. Alle Kämpfe sind schon ziemlich cool in dem Game. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Okay. Komm her, Pony. Wir müssen weiter. In die Richtung. Oh, das Loot. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Denn das sind, wie ihr seht, Metallgefäße. Da habe ich noch nicht allzu viele von. So, ein bisschen Heal-Kram und weiter geht's, Kopf. Wir haben es eilig. Dass der auch immer langsam wird, sobald man in den Scan-Modus geht. Yo, da muss ich einmal rüber. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge.
Macht's gut, euer Sly. Ciao.